Hallo liebe Goldwaschfreunde, heute bin ich mal wieder an einer alten Stelle mit der Wurzel. Ihr seht kaum Wasser, hier zumindest nicht. Das rentiert sich also nicht. Ich habe sowieso vorgehabt, die Schleuse hier in den Bach reinzusetzen mit etwas mehr Dampf. Also wird das nichts. Also zeige ich euch später. So, hier ist an der Stelle, in der ich es wohl probieren werde. Wie ihr seht, hier ist einfach mehr Wasser. Und entweder ich setze sie dahin, weiß noch nicht genau. Vielleicht reicht es aber auch hier. Das muss man dann einfach ausprobieren. Hier vielleicht, aber. Hier geht es bestimmt. Und hier. Ich probiere es nochmal. Mal gucken. So, ich weiß, dass der Bach goldführend ist. Haben wir ja schon ein paar Mal entdeckt. Er kommt hier vorne, macht eine Rechtskurve. Und ich denke mal, ich probiere es hier aus. Da ich einfach glaube, das heißt hier, obwohl hier gar kein Wasser ist, weil ich glaube, dass es eigentlich interessant ist bei Hochwasser, dass er hier mit Schwung rüberkommt, natürlich hier bis vor ans Ufer kommt und hoffentlich was ablagert. Wir werden sehen. Jetzt zeige ich euch mal mein Equipment, was ich heute dabei habe. So. Ja, ihr seht also einen Großteil meines Equipment, was ich heute mitgenommen habe. Waschrinne, Guckloch, Henderson-Pumpe, eine Verlängerung von Ausgang von Henderson-Pumpe, Spaten, Schaufel, Pfanne, ja, Sandsack vielleicht für die Rinne zum Ansetzen, hinten eben zum Vorsieben grob ein Sieb, ein Kartoffelsieb ist das glaube ich, Eimer, hier zwei Eimer, weil ich links und rechts lieber trage, bei weniger Gewicht pro Eimer und hier eben ein größerer Eimer zum Vorsieben und später auch zum Auswaschen der Rinne. Okay, hier mein Hoboofen habe ich aus YouTube hier selbst gebaut mit meiner Tochter. Wir haben ausprobiert, klappt hervorragend, kostet bis auf eine halbe Stunde nichts. Dosen findet man zuhauf zu Hause, neben das Bundeswehrgeschirr. Ich werde heute wenigstens versuchen, das erste Mal einen Kaffee zu machen. Mit dem Holz, was ich hier finde, ich werde berichten. Bis später. So, nachdem die Rinne wahrscheinlich funktioniert, aber ich sie beschweren muss, habe ich mir gedacht, nehme ich diesen Halbaster, säge ihn mal ein Stück ab und lege ihn auf die Rinne.
Ich versuche sie noch mal ein Stück höher zu setzen. Die Rinne ist soweit okay. Ich muss wohl vorsieben mit dem Kartoffelsieb. Dürfte aber kein Problem sein. Und mal gucken, nach einer gewissen Zeit, ob die Steine auch rausfallen. Ich vermute schon. Klar könnte ich vorne noch Sandsack hinmachen. Aber ich versuche es einfach mal so. Eilig habe ich es nicht. Warm ist es. Jetzt probiere ich einfach mein Glück. Bis später. So, jetzt vorsieben. Und dann bringe ich das ganze grobe Material vor die Rinne. Vielleicht kriege ich ja noch einen ordentlichen Druck später. So, jetzt kommt der große, grobe Schotter vor die Rinne. Und das Material haue ich jetzt mal rein. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob sie sich frei macht, die Riffel frei werden. Also, bis später. So, hier sieht man mal eine ganz gute Stelle für die Henderson-Pumpe. Werde ich nachher ausprobieren, ist eigentlich, naja, zu sehen wie ein Riffel. Und hier ist noch eine Stelle, ganz deutlich, hier häuft sich das feine Gestein an.
Ich hoffe auf das Schwere. Und da gehe ich nachher mit Henderson darunter. Ich glaube einfach, wenn man mit der Schaufel auf Spaten hingeht, beim Hochziehen aus dem Wasser verliert man doch einiges. Und naja, bei uns zählt ja jedes Stück Körnchen. Und wenn von, keine Ahnung, 10.000 Körnchen ein kleines Goldkörnchen dabei ist, versucht man das meiste rauszuholen. Hier nochmal ganz deutlich hier die Strömung zu sehen. Hier hinten Turbulenzen. Ich hoffe, dass ich mit der Henderson-Pumpe da einfach auch nicht rausziehe. Ich versuche das nachher mal aufzunehmen. Bis dann. Ja, mit dem Gucko habe ich schon ein paar kleine Flitter oder Goldpartikel gesehen. Leider kann ich sie nicht mit der Kamera zoomen, das Guckloch. Ich glaube, hier vorne ist auch einer. Aber keine Chance, das einzufangen.